Hallo meine Lieben, ich bin's, euer Frugolakas. Heute erstellen wir mal so einen Hintergrundloop, so einen schönen bunten. Das geht ziemlich schnell, ziemlich easy und macht überhaupt gar keine Probleme. Und ja, sieht richtig, richtig gut aus. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Tutorial. Und jetzt höre ich auf zu quatschen und wir fangen einfach mal an. Viel, viel Spaß. Abonnier noch heute meinen Kanal und läute vor allem die Glocke, damit du künftig keines meiner Tutorials verpasst. Also, dann machen wir mal einen ganz schnellen, coolen Loop-Hintergrund. Wir erstellen uns eine neue Komposition, das Ganze nennen wir hier jetzt mal Loop. UHD 4K 3840x216, Framerate 23,9, Auflösung voll und hier die Dauer 30 Sekunden, Hintergrund, ja hier jetzt schwarz. Und das Ganze mit OK bestätigen. Was wir dann brauchen, ist eine neue Farbebene, dazu gehen wir hier auf Neu. Farbfläche meine ich natürlich. Das Ganze nennen wir jetzt hier mal Wellen. Achtet darauf, dass das dieselbe Größe hat wie eure Komposition und bestätigt das mal mit. Okay, ja. Dann geht ihr hier in eure Effekte und Vorgaben und sucht euch mal die Radiowellen. Zieht euch die einfach hier auf eure Farbfläche drauf und wenn ich das dann mal vorbewege, habt ihr hier die allseits bekannten klassischen Radiowellen. Und die werden wir jetzt natürlich noch ein bisschen schöner machen. Wellenart ist Polygon, dann geht er hier in den Unterbereich Polygon und stellt hier mal die Anzahl der Seiten um, und zwar auf 4, also so, dass wir ein Quadrat haben. Dann geht er hier in den Bereich Wellenbewegung, da stellt ihr einfach mal ein, dass ihr eine Ausbreitung haben wollt von 4. Das Ganze werden wir auch ein bisschen drehen, dazu geben wir hier bei der Drehung einfach mal 5 ein und die Lebensdauer, die stellen wir hier mal um auf 40, so dass das Ganze auch wirklich bis über den Rand geht. Und dann schauen wir mal und dann seht ihr hier, dass es schön bis über den Rand hinausläuft. Ja, und das war's dann auch schon. Dann stellt ihr mal hier euren Abspielknopf einfach ganz auf den Anfang, also auf 0 und schiebt dann hier, also ihr klickt hier die Ebene an und schiebt das Ganze einfach mal so weit vor, dass der gesamte Bildschirm ausgefüllt ist. So können wir sicherstellen, dass die ganze Animation auch wirklich gleich richtig startet. Und dann schiebe ich es hier mal so über den Rand, so dass alles schön voll ist. Schnappe mir hier das Ende meiner Ebene und ziehe das Ganze wieder bis ganz nach hinten, so dass ich von Anfang bis Ende durchweg eine flächenfüllende Bewegung habe. Ja, jetzt werden wir hier noch ein bisschen was umstellen und dazu gehen wir jetzt hier mal in die Radiowellen in den Bereich Kontur. Und bei der Kontur stellen wir jetzt hier erstmal die Farbe um auf Weiß, damit wir es später einfach noch ein bisschen leichter und besser färben können. Dann geht ihr zur Abblendzeit, das wäre dieser Fall hier, und da geben wir jetzt einfach mal 50 ein. Und die Anfangsbreite, die werden wir auch senken hier auf 2, sodass das Ganze ein bisschen schmaler beginnt und nach außen hin immer breiter wird. Ja, und dann werden wir hier die Aufblendzeit auch noch ein bisschen ändern, und zwar hier auf 5, sodass das Ganze ein bisschen transparent oder ein bisschen weniger kräftig startet und nach außen hin immer kräftiger wird. Ja, und dann bringen wir das Ganze mal ein bisschen zum Leuchten. Dazu gehen wir jetzt hier auf rechte Maustaste neu und holen uns mal eine Einstellungsebene. Die benenne ich jetzt natürlich auch um in Leuchten. Und ja, und dann holen wir uns eben besagten Effekt, nämlich das Leuchten, einfach mal rein. Ziehen uns das Ganze hier auf unsere Einstellungsebene. Ja, und wenn ihr dann hier das erste Leuchten drin habt, dann machen wir es uns ganz einfach. Dann klickt ihr das an und drückt dann Command bzw. Steuerung und D und dupliziert euch das so, dass ihr ein zweites Mal Leuchten bekommt. Und hier machen wir jetzt nichts anderes, als dass wir hier den Radius verändern. Das wäre der Wert hier. Und den stellen wir jetzt einfach mal hoch auf 130, so dass das Ganze auch wirklich gut aussieht. Ja, und jetzt meine Empfehlung, das Ganze noch zweimal duplizieren, so dass wir insgesamt ein Leuchten 4 haben, also zweimal Command bzw. Steuerung und D, so dass wir Leuchten 4 haben. Keine Angst, das sieht gleich noch besser aus. Um das jetzt hier ein bisschen abzustellen, dass es nicht ganz so übel aussieht, geht ihr jetzt mal hier auf rechts, neu, Farbfläche, erstellt euch einfach hier mal einen Hintergrund, Farbe ist schwarz, zieht euch das Ganze einfach ganz nach hinten und schon wird das Ganze wieder ein bisschen abgemildert. Bunt machen wir es gleich. So, was wir jetzt noch machen, wir holen uns ein paar Störungen noch rein. Dazu holen wir uns hier wieder über Neu Einstellungsebene und das Ganze nenne ich jetzt hier mal Störung. Ja, und dann gehen wir hier Effekte und Vorgaben und suchen uns eben benannte Störung und ziehen diese hier auf unsere Einstellungsebene. Da stelle ich jetzt hier mal das Rauschen auf 15 und deaktiviere hier das Farbrauschen. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen eine Störung drin, die das Ganze irgendwie, also meines Erachtens zumindest, so ein bisschen plastisch macht. Ja, dann werden wir es noch ein bisschen weich zeichnen. Rechte Maustaste neu und noch eine Einstellungsebene, die nennen wir Weichzeichnung. Ja, und da gehen wir jetzt ganz einfach hier oben
perfekte Vorgaben und suchen uns mal unseren allseits beliebten Gaußscher Weichzeichner, ziehen uns den hier auf unsere Weichzeichnungsebene und da stelle ich jetzt hier mal bei einer UHD-Auflösung auf 21 und dann haben wir hier so eine leichte Unschärfe. Und jetzt werden wir das noch ein bisschen rausstellen. Ihr achtet darauf, dass hier eure Weichzeichnungsebene ausgewählt ist. Schnappt euch hier oben das Ellipse-Tool und zieht euch dann aus der Mitte eine Ellipse. Dazu klickt ihr einfach dahin, fangt an zu ziehen, haltet dann Steuerung bzw. Command gedrückt. So zieht ihr das auch schön aus der Mitte und dann so ungefähr hier in diesem Bereich circa. Und dann könnt ihr das Ganze loslassen. Damit das Ganze noch richtig funktioniert, geht ihr dann hier in eurem Bereich Weichzeichnung Maskenmaske 1 einfach mal hier in den Modus und stellt da um auf Subtrahieren. Und dann haben wir es in der Mitte scharf und nach außen hin wird es immer unschärfer. Und damit wir hier keine harte Kante bekommen, geht ihr hier nochmal auf eure Weichzeichnungsebene, Maske, Maske 1 und habt dann hier die weiche Maskenkante. Ja, und die legen wir jetzt hier sehr, sehr großzügig an und gehen mal auf 400. Und dadurch haben wir hier einen schönen Übergang und ich klicke jetzt mal hier rein. Und dann seht ihr, wenn wir es in der Mitte scharf und nach außen hin, wird es immer unschärfer. Die Weichzeichnung zieht ihr euch bitte noch unter eure Störung. Dann wirkt dieser plastische Effekt der Störungsebene noch ein Stück weit besser. Ja, und dann machen wir es jetzt noch bunt. Dazu gehen wir hier auf unsere Ebene Wellen, gehen dann hier in unsere Effekte und Vorgaben und suchen uns den 4-Farben-Verlauf. Den zieht ihr euch einfach mal hier auf eure Wellenebene. Ja, und schon wird es bunt. Und dann habe ich es mir jetzt sehr, sehr einfach gemacht. Ich habe jetzt zweimal gelb und zweimal lila gewählt. Dazu wählt ihr hier einfach bei Farbe zweimal die Pipette und klickt hier oben einmal bei Farbe 1 auf den Gelbton und dann hier unten bei Farbe 4 auf die Pipette und dann hier auf den lila Ton von Farbe 3. Ja, und dann habt ihr dieses Farbspiel so, wie ich es euch auch im Vorschaubild versprochen habe. Jetzt noch ein kleiner Tipp. Besser gesagt zwei. Einmal, wenn ihr das noch ein bisschen leuchtender haben wollt, dann könnt ihr euch einfach hier unten Leuchten 4 schnappen und es nochmal duplizieren und umso mehr ihr das macht, umso mehr wird es hier leuchten. Mir persönlich passt es mit zwei Duplikaten aber so am besten. Ja, und dann noch eine kleine Sache, die ihr machen könnt, wenn ihr ein bisschen wirklich individuell sein wollt, dann klickt einfach hier die Ebene Wellen an, wählt euer Zeichenstiftwerkzeug und malt euch mal irgendeine x-beliebige euch gefallene Form, so in der Art. Und dann könnt ihr hier umstellen und zwar bei der Wellenart auf Maske. Und dann wählt ihr hier einmal bei der Maske einfach die Maske 1 aus und dann habt ihr hier eine sehr, sehr individuelle und ja, ganz, ganz eigene Form geschaffen. Aber da könnt ihr wirklich einfach mal rum experimentieren und ich kann euch versprechen, in aller Regel wird das Ganze ziemlich, ziemlich cool aussehen. Und das war es auch schon. Ich finde, das war eine richtig coole Sache, ging schnell und war doch einfach, oder? Wie gesagt, eure Meinungen, Anregungen, Kritiken und vielleicht auch eure Wünsche einfach mal unten in die Comments schreiben. Ich antworte eigentlich immer und auch relativ zeitnah. Ich würde mich sehr, sehr freuen, euch mal zu lesen. Ja, und ansonsten, wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Like da. Auch da freue ich mich drüber. Ja, und ansonsten, wenn ihr es nicht eh schon getan habt, abonniert den Kanal. Vergesst dann allerdings nicht, die Glocke zu läuten, damit ihr künftig keines meiner Tutorials verpasst. Und in diesem Sinne bin und bleibe ich euer Frokolakas und wünsche euch eine angenehme Zeit.